zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist heute die siebte Lesung in dem prachtigen Buch von Martin Luther von 1545, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Welchen Titel das Video genau tragen wird, werde ich mir noch überlegen während oder kurz nach der Sendung. Ich gebe den Videos ja immer einen Titel, der Bezug hat auf das, was wir gelesen haben. Und wir haben letztes Mal aufgehört zu lesen im Ende Teil 6 in der Mitte von Seite 39 und hatte ja selber nur bis Seite 42 vorgelesen. Also von daher weiß ich gar nicht, was wir uns hier alles in dieser Lesung hier antreffen und wie ich das dann nachher nennen werde. Ich möchte nur zur Einleitung nochmal einen Paragraphen zurückgehen, auf den zweiten Paragraphen auf Seite 39 und damit anfangen, weil Luther fängt hier an zu sagen, also lesen wir fast am Anfang der Schrift, ne, also der Heiligen Schrift, der Bibel, nämlich im dritten Kapitel von Genesis, also das erste Buch Mose, im Vers 15 etwas, wo er hier sagt, mit seinen eigenen Worten, des Weibs Samen soll dir den Kopf zutreten. Ja. Also ich finde das eine sehr wichtige Passage in der Bibel. Ich meine, es gibt keine wirklich unwichtigen Passagen in der Bibel, davon mal abgesehen. Ja. Aber Genesis, das erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, ist darum meines Erachtens so wichtig, weil ich meine, dass wir hier das erste Mal, und deswegen erwähnt Luther das ja auch hier, die Erwähnung des Messias haben. Die Erwähnung dessen, der kommt, um die Erde von ihren Sünden, in die Adam und Eva uns gerade geführt haben, aus der er uns retten will. In Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. In der Lutherbibel von 1545 liest sich das wie folgt. Zitat: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja. Warum sprach Gott das hier? Er sprach zu der Schlange, weil du solches getan hast, nämlich die Menschen verführt, zu tun, was ich ihnen nicht befohlen habe, sollst du verflucht sein, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und wir müssen eben verstehen, dass die Schlange hier auch stellvertretend für Satan steht und dass es eine satanische Blutlinie, sage ich jetzt mal zum besseren Verständnis, gibt und eine göttliche Blutlinie. Dass es einen göttlichen Samen auf dieser Erde gibt und einen satanischen Samen auf dieser Erde gibt. Und der satanische Samen ist, das haben wir ja vorher auch schon gelesen in Büchern wie Herrscher des Bösen, der satanische Samen drückt sich aus in der Linie des Kain. Und die Leute tragen das Zeichen des Kain. Ja, das sind alles Dinge, die hier wieder an zu Pass kommen, die wir hier nochmal von anderer Seite aus lesen. Wir haben ja darüber auch gelesen in Alexander Hislops Buch Von Babylon nach Rom. Ja? Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also Feindschaft zwischen Gott und Satan. Der Same Gottes wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist genau das, was damals am Kreuz passiert ist. Ja? Jesus hat den Tod, der durch den Teufel, durch die Sünde in diese Welt kam, überwunden und hat ihm damit im Grunde den Kopf zertreten, hat ihm damit seine Macht genommen und er konnte ihn nur in die Ferse stechen. Das ist das, zwischen Anführungsstrichen, Piercing, das Jesus am Kreuz erleben musste. Ich will das damit überhaupt nicht verniedlichen, welche furchtbaren Qualen unser Herr am Kreuz ertragen musste. Ich will es nur probieren, für euch verständlich zu machen, worum es in diesem Vers von Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15 geht.
Das muss man gut verstehen. Das ist nämlich auch zum weiteren Verständnis dieses ganzen Buches wichtig. Ja? Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Im Buch fährt Martin Luther fort und Heva, Genesis 4, da sie von Kain sagt, Zitat, ich habe den Mann, den Jehova. Ja? Also gehen wir mal eben in das erste Buch Mose, Kapitel 4, und da im Vers 1 steht, und Adam erkannte sein Weib Heva, also Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe den Mann des Herrn. Ja? Diese Worte lauten schier der Meinung nach, wie es hier St. Peters Wort, denn sie will sagen, da habe ich den Samen, den rechten Mann, den Messias, den Jehova, das ist Gott und Gottes Sohn ist, der tun soll, was uns verheißen ist. Ja, aber Eva, wie Martin Luther hier schreibt, sie feilet an der Person, weil es war nicht Kain, ihr Erstgeborener, mit dem sie die richtige Saat geboren hat. Das kam erst später, das war Seth. Oder wie hieß der jetzt? Muss ich mal eben nachgucken. Naja, also nach Kain und Abel, und wo wir dann ja die Geschichte lesen, was mit Kain und Abel passiert ist, hat sie Seth geboren als drittes Kind. Und Seth ist dann die Linie geworden, die Eva hier erst annahm, dass es die Linie sein würde, von der Gott in Genesis 3, Vers 15 geschrieben hat. Aber sie feilet an der Person, schreibt Martin Luther hier, sonst sind ihr Wort sehr ähnlich den Worten St. Petri an diesem Ort. Siehe, solch groß Ding ist in den Worten St. Petri, das ist eine echte apostolische Rede. Also haben hernach alle Apostel und nicht allein St. Peter in der ganzen Welt gepredigt und predigen bis ans Ende der Welt. Denn, wie gehört, nicht St. Peter allein, sondern die anderen durch seinen Mund solch Antwort geben dem Herrn auf seine Frage an sie getan. Weiter spricht der Herr, also Matthäus 16, und ich sagte, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen. Johann nennt er in Käfer, also in Johannes 1, nennt er ihn Käfer. Ja, du sollst Käfer heißen. Kef, hebräisch. Käfer, chaldäisch. Und Petros oder Petra, griechisch. Rupes, lateinisch. Heißt auf Deutsch Fels. Als da sind die hohen Fels, da die Schlösser aufgebaut stehen. Nun will der Herr sagen, du bist Petrus, das ist ein Felsen. Denn du hast den rechten Mann erkennet und genennet, welcher der rechte Fels ist, wie ihn die Schrift nennet, Christus. Auf diesen Fels, das ist auf mich, Christum, will ich meine ganze Christenheit bauen. Gleich wie du samt den anderen Jüngern drauf gebaut bist, durch meinen Vater im Himmel, der's euch offenbart hat. So geht jetzt hier die nächste Lesung fort. Und es ist ja wohl unmissverständlich, wie Luther es hier schreibt. Und so muss man es auch verstehen. St. Petrus hat im Namen aller Jünger, wie wir in der letzten Lesung ja bereits besprochen haben, hat als Sprachrohr aller Jünger auf die Frage, die Jesus ihn allen gestellt hat, geantwortet. Und daraus fließt dann auch fort, was wir jetzt gerade eben gelesen haben, du bist Petrus, das ist der Felsen, denn du hast den rechten Mann erkennet und genennt, welcher der rechte Fels ist, wie ihn die Schrift nennt, Christus. Auf diesen Fels, nämlich auf mich, auf Christum, will ich meine ganze Kirchheit bauen. Die Kirche ist doch nicht gebaut auf einen fehlbaren Menschen, auf St. Petrus, sondern auf den einzigen unfehlbaren Menschen, der jemals diese Erde bewandelt hat. Der zweite Adam, Jesus Christus. Auf diesen Fels, das ist auf mich, Christum, will ich meine ganze Christenheit bauen, gleich wie du samt den anderen Jüngern darauf gebaut bist. Also die Kirche wird doch auf Christus gebaut und nicht auf einen fehlbaren Menschen.
gleich wie du samt den anderen Jüngern drauf gebarbet bist, durch meinen Vater im Himmel, der's euch offenbart hat. Nicht Petrus alleine, der es euch allen, allen meinen Jüngern offenbart hat. Auf deutsche Weise redet sich's sein also. Du sagest von aller Wegen, ich sei Messias oder Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wohlan, so sage ich dir wiederum, du bist ein Christ. Und auf den Christ will ich meine Kirche bauen. Denn in deutscher Sprache begreift das Wort Christ beides, den Herrn selbst, wie man singt, Christ ist erstanden, Christ fuhr gen Himmel, und auch den, so an den Herrn Christ gläubet, wie man spricht, du bist ein Christ. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 26. Da schauen wir uns das dann gleich mal an. Apostelgeschichte 11, Vers 26, da steht geschrieben, und da er ihn fand, führte er ihn gegen Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Und auch den, so an den Herrn Christ gläubet, wie man spricht, du bist ein Christ, wie wir gerade Apostelgeschichte 11, 26 gelesen haben. So sagt Lukas, der Apostelgeschichte geschrieben hat. Dass die Jünger Antiochia am ersten sind Christen genannt wurden. Daher solcher Name blieben ist. Christen, Christenheit, christlicher Glaube etc. So, hier haben wir jetzt also etabliert, wo der Begriff Christen herkommt. Ja? Sind diejenigen, die in der Gemeinde in Antiochien waren, daher entstand der Name Christen. Genauso gibt es eine Entstehungsgeschichte für das Wort Protestanten. Das Wort Protestanten kam zum ersten Mal auf nach dem Konzil von Speyer, wo in 1529 die verschiedenen Fürsten vor dem Kaiser gewesen sind und protestiert hatten. Daher kommt das Wort Protestant. Und genauso wichtig wie zu wissen, wo das Wort Protestant herkommt, ist zu wissen, wo das Wort Christus, oder nicht Christus, Entschuldigung, Christen, Christsein herkommt. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 26. Und ich lese gerne eben nochmal die dazugehörenden anderen Verse, weil es ist ja nicht immer nur, dass man einen Vers lesen soll, sondern der Sinn ergibt sich ja oftmals erst dann, wenn man mehrere liest. So steht in Apostelgeschichte 11, 25, Barnabas aber zog aus gegen Tarsus, Saulus wieder zu suchen. Und da er ihn fand, führte er ihn gen Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. In denselbigen Tagen kamen Propheten von Jerusalem gen Antiochien. Und einer unter ihnen mit Namen Agabus stund auf und deutete durch den Geist eine große Teuerung, die da kommen sollte über den ganzen Kreis der Erde, welche geschah unter dem Kaiser Claudius. Soweit aus der Apostelgeschichte. Lest es gerne selbst. Da ist der Name Christ zum ersten Mal aufgetaucht. In Bezug, wie Martin Luther hier schreibt, Christ, Christenheit, christlicher Glaube etc. aus Antiochien. Ja? Also gibt hier der Herr Simoni Jona, also Simon Jonas, Petrus, wie wir ihn besser kennen, gibt hier der Herr Simoni Jona den Namen Felser, Petra oder Christ. Darum, dass er den Fels oder Christ vom Vater erkennet und rühmet mit seinem Munde. Von aller Apostel wegen. Das ist das Wichtige. Von aller Apostel wegen. Petrus ist das Sprachrohr aller Apostel in diesem Moment.
hätte genauso gut ein anderer von den 12 Aposteln sein können, aber es war Petrus, der das Sprachrohr der Apostel war und die Frage von Jesus Christus an alle 12 gerichtet, im Namen aller 12 antwortete: Du bist Christus, der leibhaftige Sohn Gottes. Das antwortete Petrus im Namen aller Jünger. Hieraus ist klar genug, dass Christus hier mit dem Bauen seiner Kirchen auf den Fels oder auf sich selbst nichts anderes nennet, denn den gemeinen christlichen Glauben, wie droben gesagt ist, aus Aposteln Petro und Paulo, dass, wer da gläubet an Christo, der ist auf diesen Fels gebaut und wird selig auch wieder alle Pforten der Hellen. Wer nicht an Christo gläubt, der ist nicht auf diesen Fels gebabet und muss verdammt sein mit den Pforten der Hellen. Das ist der einfältige, einige, gewisse Verstand dieser Worte und kann kein anderer sein, wie die Worte klärlich und gewaltiglich geben. So lesen wir auch weiter im Markus 16, Vers 16 und reimen sich mit dem Wort Marci Ultimo: Wer gläubt und getauft wird, wird selig werden. Ne? Das ist also Markus Kapitel 16, das letzte Kapitel, Vers 16. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Und Johannes 11. Wer an mich gläubt, wird nimmermehr sterben. So wie wir in Johannes Kapitel 11 mal eben öffnen hier, Johannes Kapitel 11, Vers 26 lesen können. Wo ist das hier? 11, 26. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubest du das? Ja, sage ich, merk's wohl und zeichn's fleißig an, dass der Herr hier, Matthäus 16, nicht redet von Gesetzen, von 10 Geboten oder unseren Werken, die wir tun sollen oder können, sondern von dem christlichen Glauben oder von dem Werk des Vaters, das er mit dem Sohn und Heiligen Geist in uns wirket, nämlich, dass er uns geistlich babet auf den Fels seinen Sohn und gläuben lernt an Christum, damit wir sein Haus und Wohnung werden, wie in 1. Petrus 2 und Epheser 2 droben beweiset ist. So, bevor wir jetzt weitergehen in dem Buch auf Seite 40, eine ganz dringende Erklärung von mir hier. Das ist unglaublich wichtig, weil ich ja so oft angefallen werde von irgendwelchen Leuten über das, was ich vom Sabbat und so weiter denke. Und deswegen muss ich das hier ganz dringend nochmal wiederholen. In Johannes 11, Vers 26 lesen wir also, wie Luther hier schreibt: Wer an mich gläubt, wird nimmermehr sterben. Ja, sage ich, merk's wohl. Und das ist, was Luther jetzt ganz wichtig fortführt hier. Ja, sage ich, merk's wohl und zeichn's fleißig an, dass der Herr hier Matthäus 16 nicht redet von Gesetzen. Er redet nicht von 10 Geboten oder unseren Werken, die wir tun sollen oder können, sondern von dem christlichen Glauben. Und ich breche jetzt eben nochmal ab zur Verdeutlichung. Johannes 11, 26 sagt: Wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Okay? Er sagt nicht: Wer die Gesetze hält, wer die 10 Gebote hält oder wer die Werke tut, der soll nicht sterben, sondern wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Das ist der ganz wichtige Punkt und ich habe das auch niemals anders behauptet. Ich habe immer gesagt, werde immer sagen und sage auch jetzt, dass das Halten des Gesetzes, das Halten der 10 Gebote oder die Werke, die wir tun, dass wir sie tun, weil wir errettet sind, nicht weil wir errettet werden wollen. Das ist der große Unterschied mit der römisch-katholischen Kirche, die die Werke, nämlich die Sakramente,
in den Weg stellt zur Erlösung. Die sagen nämlich, nur wenn du die 7 Sakramente hast, dann kannst du auch erlöst werden. Nur wenn du die richtigen Werke tust, kannst du auch erlöst werden. Und ich glaube, wie die Bibel sagt, wie Jesus Christus selbst sagt, wer an mich, Jesus Christus, glaubt, der wird nimmermehr sterben. Ja, aber weil ich an ihn glaube, weil ich ihn liebe und weil ich ihm gehorche, das tut man ja wohl, jemanden, den man liebt, gehorcht man, da hat man Respekt vor, dann breche ich doch auch nicht seine Gesetze, dann breche ich auch nicht seine 10 Gebote. Und in den 10 Geboten ist das 4. der Sabbat immer noch enthalten. Das ist alles nicht abgeschafft. Aber ich halte die Gebote nicht, um errettet zu werden, sondern ich halte die Gebote, weil ich gerettet bin. Ich drücke meine Gehorsamkeit an meinen Herrn durch das Halten seines Gesetzes aus, so wie ich das tue mit der Arbeit, die ich für ihn verrichte. Das, was ich hier tue, dieses Aufnehmen, dieses Lesens, das Kommentieren, das Machen der Videos, das Verbreiten der Videos, das tue ich ja nicht, weil ich, Jörg, das so toll finde und da solchen Bock drauf habe. Das tue ich, weil der Heilige Geist mir das eingibt und sagt, von mach das, weil im Neuen Testament steht geschrieben, geht hinaus und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Das ist meine Art und Weise, wie ich das tue. Und dazu bin ich verpflichtet als Christ, als jemand, der sein Vertrauen und sein Leben in Jesus Christus stellt. Jesus Christus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Na also, alle 10. Deswegen ist es nicht seligmachend, weil alle Gebote halten kann sowieso niemand. Und weil wir eben deswegen verdammt werden würden von dem Gesetz, weil das Gesetz kann uns nur verdammen, deswegen brauchen wir die Gnade von Jesus Christus, mit der wir errettet sind. Ich hoffe, dass das jetzt mal durchdringt, dass die Leute, die das hier hören, das endlich mal verstehen. Niemand ist rechtschaffen, keiner, nicht einer. Und durch Glauben sind wir errettet, nicht durch Werke, auf das niemand sich brüste. Das Werk, was ich hier mache, rettet mich nicht. Es ist ein Zeichen, dass ich errettet wäre, weil ich könnte dieses Werk nicht machen, wenn ich nicht errettet wäre. Das ist der Punkt. Ich könnte das Gesetz von Jesus Christus nicht halten, wenn ich nicht errettet wäre. Ich würde noch nicht mal den Bock drauf haben, das Gesetz von Jesus Christus zu retten. Ich lebe doch in dieser Welt, könnte ich doch meinen Kunden und allem jedem die Hucke voll lügen? Kann ich aber nicht. Weil ich errettet bin. Weil ich in Christus lebe und Christus in mir. Und das verpflichtet mich zur Redseligkeit. Zur Redseligkeit. Nein, das verpflichtet mich zur Ehrlichkeit. Ja? Das verpflichtet mich dazu, Gottes Gesetz zu halten, Gottes Gebote zu halten, den Jesus Herrn zu lieben und von ihm zu predigen, wo immer ich auch bin. Dazu bin ich verpflichtet. Aber nicht, weil ich errettet werden will, weil das zu meiner Errettung dazu gehört, nein, 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 sondern weil ich errettet bin und weil ich damit nach außen Zeichen gebe, dass ich errettet bin, dass ich Christ bin. Und genau das ist der Punkt, den Martin Luther hier macht. So furchtbar wichtig. Johannes 11, 26, wer an mich gläubt, wird nimmermehr sterben. Ja, sage ich, merk's wohl und zeichn's fleißig an, dass der Herr hier in Matthäus 16 nicht redet von Gesetzen, 10 Geboten oder unseren Werken, die wir tun sollen oder können, sondern von dem christlichen Glauben oder von dem Werk des Vaters, das er mit dem Sohn und Heiligen Geist in uns wirket, nämlich, dass er uns geistlich barwet auf den Fels seinen Sohn und gläuben lernt an Christum, damit wir sein Haus und Wohnung werden, wie wir im 1. Petrus 2 und Epheser 2 droben beweiset ist. Also, 1. Petrus 2, Vers 5 und Epheser 2, 9 fortfolgende, Zitat, und dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du binden wirst auf Erden, soll auch gebunden sein im Himmel. Und alles, was du lösest auf Erden, soll auch im Himmel los sein. Ende Zitat. Der Herr, fährt Martin Luther fort im letzten Absatz auf Seite 40, will seine Kirchen, so auf ihn gebaut ist und an ihn gläubet, wohl versorgen.
Denn weil sie das Evangelium oder Evangelium, also das wird hier mit EU geschrieben, denn weil sie das Evangelium für der Welt predigen und bekennen und damit regieren sollen, dass Christus Jesus sei Gottes Sohn, will er ihr Wort geehret und unverachtet haben. Sondern man als soll's glauben und in solchen Ehren halten, als redet er durch sich selbst persönlich vom Himmel. Wer nun das Evangelium von den Aposteln oder Kirchen höret und nicht glauben will, dem sollen sie ein solch Urteil sprechen, dass er verdammt sein soll. Idem, nachdem er gläubig geworden ist, fället und nicht sich wieder zum Glauben bekehren will, dem sollen sie auch solch ein Urteil fällen, dass seine Sünde behalten und er verdammt sein soll. Wiederum, wer das Evangelium höret und gläubet, oder von seinen Sünden sich kehret wieder zum Glauben, dem sollen sie solch Urteil sprechen, dass ihm seine Sünde vergeben sind, und er solle selig werden. Und über solchem Urteil wird er im Himmel halten, als hab er's selbst gesprochen. Siehe, das sind die Schlüssel des Himmelreichs, und das ist ihr Amt, auf dass man in der Kirchen eine ewige Behaltung und Vergebung der Sünden habe, nicht allein zur Zeit der Taufe oder einmal im Leben, sondern ohn Unterlass bis ans Ende Behaltung für die Unbußfertigen und Ungläubigen, Vergebung für die Bußfertigen und Gläubigen. Und hie merk abermal und zeichens mit Fleiß in dein Herz, dass der Herr hie auch nicht redet von Gesetzen oder unseren Werken, die wir tun sollen, sondern von seinen Werken, nämlich von Behaltung und Vergebung der Sünden. Denn Sünde behalten und vergeben ist allein der göttlichen Majestät Werk. Aber er will solch sein Werk durch seine Kirchen üben und vollbringen. Drum spricht er, was sie binden oder lösen wird auf Erden, das soll bei ihm im Himmel gebunden oder los sein. Darum folgen im Kinderglauben auch die zwei Stück aufeinander. Ich gläube eine heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Das, wo die Kirche ist, nämlich der Bau auf dem Felsen, da sind auch die Schlüssel zur Vergebung der Sünden. Ein wichtiger Satz, ne? Darum folgen im Kinderglauben auch die zwei Stück aufeinander. Was meint denn Luther hiermit im Kinderglauben? Dem Glauben wie ein Kind, ohne dass man vorher so und so viele Jahre bereits Gehirn gewaschen wurde und indoktriniert wurde mit falschem Glauben, sondern dass man an die Bibel und an den Glauben an Jesus Christus herangeht wie ein Kind, das noch nichts gelernt hat. Darum folgen im Kinderglauben auch die zwei Stück aufeinander. Ich gläube eine heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, das, wo die Kirche ist, nämlich der Bau auf dem Felsen, Christus, da sind auch die Schlüssel zur Vergebung der Sünden. Zum anderen, das war jetzt der eine Punkt, zum anderen merke, dass die Schlüssel und solche Macht stünde, zu binden und zu lösen, nicht ist gegeben den Aposteln und Heiligen zur Herrschaft über die Kirchen, sondern allein den Sündern zu Gut und Nutz. Und das ist ja der große Unterschied mit der römisch-katholischen Kirche, ne? Habt ihr den Satz gut verstanden? Zum anderen merke, dass die Schlüssel und solche Macht, Sünde zu binden und zu lösen, nicht ist gegeben den Aposteln und Heiligen zur Herrschaft über die Kirchen, sondern allein den Sündern zu Gut und Nutz. Und was macht die römisch-katholische Kirche daraus? Sie nimmt sich diese Schlüssel und sagt, damit hat sie Herrschaft über die Kirchen und Herrschaft über das Weltliche. Und das ist der Unterschied zwischen der Lehre der Bibel und der Lehre der römisch-katholischen Kirche, ob ihr das jetzt gerne hört oder nicht. Zum anderen merke, dass die Schlüssel und solche Macht, Sünde zu binden und zu lösen, nicht ist gegeben den Aposteln und Heiligen zur Herrschaft über die Kirchen, sondern ihnen gegeben allein den Sündern zu Gut und Nutz. Denn wo nicht Sünde sind,
da darf man der Schlüssel und ihres Amts nicht. Denn man soll St. Paul und seinesgleichens Heiligen nicht lösen, noch absolvieren von Sünden, denn sie haben keine, ob die täglichen und übrigen im Fleisch, so wie wir im 1. Korinther 4, Vers 4 nachlesen können, die bis ins Grab bleiben, ne? Weil solange wir fleischlich sind, sünden wir, weil können wir gar nicht anders. Und wie er auch sagt im 1. Korinther 4, ich bin mir nicht bewusst, aber damit bin ich auch nicht gerecht. Und im Römer 7, Vers 25, ich diene dem Gesetz der Sünden nach dem Fleisch, sondern soll sie dem Fels lassen befohlen sein, auf den sie gebarbet sind. Aber den Sündern sind sie not, die entweder nicht auf dem Fels gebarbet oder vom Fels gefallen sind, dass man sie wiederum hinaufbarbe. Darum ist's nicht eine weltliche Gewalt, dadurch die Bischöfe über die Kirchen sich brüsten und herrschen, beneficium non dominicum. Den Satz lese ich nochmal. Darum ist es nicht eine weltliche Gewalt, dadurch die Bischöfe über die Kirchen sich brüsten und herrschen, beneficium non dominicum möchten, sondern eine geistliche Gewalt. Den Sündern zu Gut und Heil gegeben, dass sie dieselbigen bei den Bischöfen und Kirchen suchen und finden mögen, so oft es ihnen Not tut, dadurch die Sünder selig und nicht die Bischöfe Herren und Junker werden sollen. Gleich als wenn ein Fürst 1000 Gülden seinem Diener täte, dass er die sollt unter etliche arme Leute teilen. Durch diese 1000 Gülden soll der Diener nicht reich, noch Herr über die armen Leute werden, sondern, wie sie der Herr befohlen hat, frei umsonst von den armen Leuten lassen suchen und finden. Er aber allein einen willigen Diener sich hierin erzeigen, den armen Leuten zu Trost und Nutz. Das merke wohl, es gilt dem Papst. Zum Dritten merke wohl und behalt's fest, dass die Schlüssel nicht allein St. Petro, viel weniger allein dem Papst nach St. Petro gegeben sind. Denn wie wohl der Herr allein mit St. Petro redet, so steht doch Petro oder Petrus da nicht für seine Person allein, sondern anstatt und Person aller Jünger, mit denen Christus anfing zu reden und zu fragen, wie es alle Lehrer, ehe der Papst vom Kaiser Foka gestiftet, verstanden, gelehrt und gehalten haben, in der ganzen Christenheit. Und noch heutigs tags halten in Orient. Ah, was darf's viel Wort? Matthäus 18, Vers 18. Licht kann nicht Finsternis sein. Matthäus 18 redet Christus nicht mit St. Peter allein, sondern mit allen Jüngern. Zitat, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das soll gebunden sein im Himmel. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll los sein im Himmel. Ende Zitat. Das sind eben die Worte von Binden und Lösen, die er droben mit St. Peter redet, und ob hier keine Meldung der Schlüssel geschieht, so ist doch das Amt der Schlüssel wie droben Matthäus 16 gewaltiglich ausgedrückt. Und dazu redet er hier in Matthäus 16, Vers 19 klärlich von Sünden, die man binden und lösen soll. Denn hart davor sagt er von den Sündern, die nicht hören wollen, und spricht, solchen sollt du halten, Matthäus 18, Vers 17, als einen Heiden und Zöllner. Flugs drauf, wahrlich, ich sage euch, was ihr binden werdet, etc. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz, 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 ganz wichtigen weiteren Punkt. Martin Luther fährt in diesem Buch fort. Und das noch wohl mehr ist, am selben Ort sagt er, wo zween unter euch eins werden, worum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zween oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hier hören wir, dass auch zween oder drei in Christus Namen versammelt eben alles Macht haben, was St. Petrus und alle Apostel. Denn der Herr ist selbst da, wie er auch sagt in Johannes 14, wer mich liebet, der wird meine Worte halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir wollen zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Daher ist Skorman das oft ein Mensch, der an Christum gegläubet, einem ganzen Haufen widerstanden hat, als Paphnutius im Concilio Niceno oder wie die Propheten den Königen Israel, Priestern und allem Volk widerstunden. Kürzum, Gott will unverbunden sein an der Menge, Größe, Höhe, Macht und was persönlich ist bei den Menschen, sondern will allein bei denen sein, die sein Wort lieben und halten, und sollten's eitel Stallbuben sein. Was fragt er nach hohen, großen, mächtigen Herrn? Er ist der Größest, Höchst und Mächtigst allein. Und warum war das jetzt so furchtbar wichtig? Weil das furchtbar Wichtige kommt. Wir fangen hier an mit einem Zitat in Matthäus 18, Vers 18. Und 19 wurde hier bereits genannt, wo Zween unter euch eins werden. Okay, das ist aus Vers 19. Aber jetzt lesen wir mal eben Matthäus Vers 18 bis 22. Und dann werdet ihr begreifen, warum ich dies so wichtig finde. Matthäus 18, Vers 18 bis 22, aus der Lutherbibel 1545, Zitat. Wahrlich, ich sage euch, das ist Jesus, der hier spricht, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. Weiter sage ich euch, wo zwei unter euch eins werden auf Erden, warum ist es, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündiget, vergeben? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebenzigmal siebenmal. Ende Zitat. Darum ist dieses Zitat so unglaublich wichtig. Ihr hört mich schon kommen, ne? Ich habe das ja besprochen in den Videos zum größten Betrug seit dem Garten von Eden. Hier kommen wir das nochmal gegen, weil ich mache hier öfter mal ein bisschen weiterlesen als nur die paar Verse, die hier zitiert sind. Und ich finde das Zitat aus 18,20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, das ist sehr wichtig, weil Kirche heißt ja im Grunde nichts weiteres als die Versammlung der Gläubigen. Und Jesus sagt hier, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also wir brauchen keine riesen Kirchengebäude, wir brauchen keine Megakirchen, wie sie in Amerika ja oftmals haben, mit Hunderttausenden oder Zehntausenden in der Versammlung. Wenn man sich mal die Versammlung von Joel Osteen und Kenneth Copeland und sowas anschaut, da wird einem ja schlecht. Nein, Jesus Christus sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, da verweilt der Heilige Geist. Wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen und Bibelstudie betreiben, da werde ich zwischen sein. Und die werde ich, zwischen Anführungszeichen, erleuchten. Denen werde ich Erkenntnis geben. Denen werde ich Weisheit geben. Wie auf anderen Stellen in der Bibel gesagt ist, dass der Heilige Geist uns in alle Weisheit führt. Ja? Und dann tritt Petrus zu ihm und spricht, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündiget, vergeben? Ist's genug siebenmal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage nicht siebenmal, sondern siebenzigmal siebenmal. Also mit anderen Worten, siebzigmal siebenmal. Und da kommen wir eben wieder auf das hin, was ich bereits besprochen habe, im größten Betrug seit dem Garten von Eden. Schaut euch die Videos an, wenn ihr sie noch nicht kennt, wo Jesus Christus hier ganz deutlich macht, dass er die Erfüllung der 70 Wochen Prophezeiung aus Daniel Kapitel 9 ist. Und das ist ganz deutlich Jesus eigenes Wort gegen jegliche futuristische, zukünftige Antichristlehre der römisch-katholischen Kirche, wie sie heute weltweit überall seit Mitte des 19. Jahrhunderts gelehrt wird. Jesus sprach zu ihm nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. 70 mal sieben Tage, 70 mal eine Woche, 70 Wochen. Die Prophezeiung aus Daniel, Kapitel 9, Vers 24 bis 27. So lange musst du ihm vergeben und dann ist es vorbei.
Und ich bin die 70. Woche, sagt Jesus Christus hier. Ich bin hier, um die Vergebung zu machen. Weil es steht ja in Daniel auch genau so geschrieben. Ich könnte jetzt natürlich Daniel auch nochmal eben raussuchen. Aber wir wollen ja im Grunde auch nicht zu weit abschweifen von der Lesung von Martin Luther hier. Aber es ist doch unglaublich wichtig, dass wir das sehr gut verstehen, wo Jesus Christus das hier spricht. Denn 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde zugesiegelt und die Missetat versöhnet und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Geschichte und Weissagung zugesiegelt und der Allerheiligste gesalbet werden. So wisse nun und merke und so weiter und so weiter. Nach den 26 Wochen wird Christus ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und ein Volk des Fürsten und so weiter und so weiter. Er wird aber den vielen den Bund stärken eine Woche lang. Das waren die Juden. Jesus Christus ist gekommen, um die Juden zu erlösen, nicht um die ganze Welt zu erlösen. Das Evangelium ging erst nach der Steinigung von Stephanus an die Heiden. Mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln und so weiter und so weiter. Also, mit dem, was gerade eben gesagt gewesen ist, Matthäus 18, Vers 21 und 22, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Das ist, wo Jesus Christus selber sagt, dass er die Erfüllung der 70-Wochen-Prophezeiung aus Daniel Kapitel 9 ist. Und damit gibt es keine abgerückte 70. Woche, damit gibt es keine 7 Jahre Trübsal, damit gibt es keine Entrückung, entweder vor der Trübsal, während der Trübsal oder nach der Trübsal, weil die Trübsal, die kommt, ich sage ja nicht, dass keine kommt, Jesus sagt ja selber, die ihr in der Welt seid, ihr werdet Trübsal erleiden. Nein, 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 die Trübsal kommt, aber die Trübsal, die kommt, hat nichts mit 7 Wochen zu tun, nicht mit der, sieben Tage zu tun, also mit der 70. Woche, sondern hat nur damit zu tun, dass der Antichrist diese von Jesus Christus hier vor knapp 2000 Jahren erfüllte 70. Woche Prophezeiung von Daniel wieder erfüllen will, um euch einen anderen Christus zu verkaufen, als den, der vor 2000 Jahren hier gekommen ist. Deswegen ist das so furchtbar wichtig. Und ich bin da ja auch nur drauf gestoßen, weil ich mir eben die nächsten Verse auch noch vorgelesen hatte, weil Luther spricht hier ja nicht von den Versen 21 und 22, sondern nur von den Versen 19 und 20 in Matthäus 18. Aber ich persönlich kann nicht anders, als mich hier angesprochen fühlen und da nochmal darauf hinzuweisen, dass die 70. Woche alle 70 Wochen von Daniels Prophezeiung aus Kapitel 9 komplett durch Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren erfüllt wurden. Und dass wir uns nicht vom Antichristen betrügen lassen sollen durch sein Theater, das er hier spielt, mit dem Ratio Studiorum in dieser Welt von den Jesuiten geleitet, um uns einen anderen Christus zu verkaufen. Christus selbst warnt ja in Matthäus 24 und anderen Stellen davor, dass es andere Christen geben wird, dass viele in seinem Namen kommen werden und sagen werden, ich bin Christus. Und er ist in der Wüste, geht nicht hin. Er ist im Schrank, geht nicht hin. Nein, der Jesus Christus steht in der Bibel und sitzt im Himmel jetzt und sitzt da so lange, bis der Vater sagt, jetzt gehst du runter und jetzt machen wir der ganzen Sache ein Ende. Und dann passiert das, was in Daniel Kapitel 2 beschrieben steht, nämlich, dass der Fels nicht mit Händen, Menschenhand ausgehauen kommt und die Statue, die also 4 heidnischen Römer, Königreiche auf dieser Welt vernichten wird. Wo das letzte im Augenblick ist, Rom. Das damals, zur Zeit, wo Matthäus hier schreibt, geherrscht hat und das heute immer noch herrscht. Das heidnische Rom damals, das päpstliche Rom heute. Aber Rom bleibt Rom. Heidnisch oder päpstlich, das spielt keine Rolle. Und wie gesagt, Matthäus 18, Vers 21 und 22, ganz, ganz wichtig zum Verständnis der 70-Jahr-Prophezeiung von Daniel Kapitel 9, um das richtig zu verstehen. Fahren wir fort auf Seite 42 im letzten Absatz in dem Buch.
Wenn nun der Papst gleich steif und stolz stehen könnte, als er nicht kann, auf dem Spruch Matthäus 16, so stehen wir dagegen noch viel stolzer und steifer auf Matthäus 18. Denn es ist nicht ein ander Christus, der Matthäus 16 mit St. Peter redet und Matthäus 18 mit den anderen Jüngern eben dieselben Worte redet und Macht gibt, Sünde zu binden und zu lösen. So fahre der Papst hin mit seinem Peter, binde und löse, was er kann. Wir wollen der andere Apostel Macht zu binden und zu lösen gleich St. Peter halten, und wenn 100.000 St. Peter ein Peter und alle Welt eitel Papst wäre, dazu ein Engel vom Himmel bei ihm stünde. Denn wir haben hier den Herrn selbst über alle Engel und Kreaturen, der sagt, wie im Galater 1, Vers 8, sie sollen alle gleiche Gewalt, Schlüssel und Amt haben, auch zween schlechte Christen allein in seinem Namen versammelt. Diesen Herrn soll uns Papst und alle Teufel nicht zum Narren, Lügner noch Trunkenbold machen, sondern wir wollen den Papst mit Füßen treten und sagen, er sei ein verzweifelter Lügner, Gottesläster und abgöttischer Teufel, der die Schlüssel zu sich allein gerissen hat, unter St. Petrus Namen, so Christus dieselben allen gleich in Gemein gegeben hat. Und will den Herrn Matthäus 16 zum Lügner machen, ja, das müsste man loben. Johannes 20, Vers 21 spricht der Herr nicht zu St. Peter allein, sondern zu allen Aposteln oder Jüngern. Zitat, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ende Zitat. Und da er das gesagt, blies er sie an, nicht St. Peter allein, und sprach zu ihnen, Zitat, nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Ende Zitat. Gern möchte ich hören, was der Papstesel hie wieder sagen könnt, und wenn er 1000 spitzbübische Zungen hätte, so müssen sie doch allezumal hie zu Schanden werden. Denn klar sind die Worte des Herrn. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Euch, nicht dich, Peter, allein. Das ist, was ich aus des Vaters Befehl gepredigt und auf mich Felsen gebarwet habe. Eben dasselbe, und kein anders sollt ihr predigen und barwen. Und ihr sollt alle gleichen Gewalt und die Schlüssel haben, Sünde zu vergeben und zu behalten, wie in Matthäus 16, Vers 19 steht. Denn das sind eben dieselben Wort vom Binden und Lösen, die er, Matthäus 16, von Schlüsseln zu Petro redet. Dies ist der Herr selbst, der solchs redet. Darum fragen wir nichts danach, was der Papstesel in seinen Dreketen hie wieder tobet. Und hie ist das, was wir dem armen Juristen Johanni Teutonico und Panormitano auch helfen. Der Text, da die verheißen Schlüssel Matthäus 16, wie sie meinen, mit der Tat St. Peter gegeben und er in die Possession geweiset wird, auf dass es klar sei, die verheißen Schlüssel von Matthäus 16 sind nicht St. Petro allein verheißen, denn die Erfüllung solcher Verheißung wird nicht St. Petro allein, sondern allen Jüngern gegeben. Solch sage ich den armen Juristen zu Dienst, denn wir Theologen haben Stärken, Grund und Disputin nicht, de verbo futuro und presenti in solchen hohen Sachen. Darum ist dies Wort, das der Herr zu jenen allen sagt, Zitat, wem ihr die Sünden vergebet, dem sind sie vergeben. Ende Zitat. Ebenso viel, als wenn er einen jeglichen in Sonderheit nacheinander anspreche. Siehe da, Peter, nimm den Heiligen Geist, wem du die Sünde vergibst, etc. Siehe da, Andres, nimm hin den Heiligen Geist, wem du die Sünde vergibst, etc. Siehe da, Jakob, siehe da, Johannes, siehe da, Thomas, Bartholomä, Philipp, Simon, Judah, etc. Ebenso viel ist, sage ich, wenn er sie alle anspricht in Gemein, als wenn er
einen jeglichen besonders anspreche, also einzeln. Denn ein jeglicher hat sich's müssen dem anderen zugleich annehmen, weil es zu allen gleich gesagt ist. Darum kann St. Peter mit den gemeinen Schlüsseln und gemeinen Amt der Schlüssel, welches ist Vergebung und Behaltung der Sünden, nichts eigens noch sonderliches Verstehen noch haben über die anderen Apostel. Und ist hie kein Exklusiver, wie die römischen Esel flicken und tichten. Es heißt nicht Tibi Petrus Soli. Und wenn's schon so wäre doch die Exklusiva nicht wieder die Apostel, sondern vielleicht wieder Kaiphas und das Mosisch Priestertum. So bleibt Petrus anstatt aller Apostel, wie diese zween Sprüche Matthäus 18 und Johannes 20 mit aller Gewalt beweisen und erzwingen. Das ist gewiss. Zuletzt ist auch das Werk und die Tat. Denn St. Matthias ist zum Apostel nicht von St. Petro, sondern durchs Los durch Christum vom Himmel bestätigt und zu den anderen elfen Aposteln geordnet, wie wir in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 26 lesen können. Auch da werden wir eben die Lutherbibel von 1545 zu Hande nehmen und lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 26 das folgende Zitat. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er ward zugeordnet zu den 11 Aposteln. Ist's nun ein Artikel des Glaubens, wie uns die römischen Esel gern überdreven und überfliegen wollten, dass St. Petrus allein die Schlüssel habe als ein Privilegium, so nennen die Narren zu Rom, so ist hie St. Peter samt allen Aposteln und Matthias auch eitel Ketzer, dass sie wieder solchen Artikeln handeln. Und lassen nicht St. Matthias und St. Peter allein, der die Schlüssel allein über die ganze Welt haben soll, geordnet und bestätigt werden. Und Christus selbst wird's in des Papst Bann sein müssen, denn dass er solche Ketzerei mit St. Matthias begangen, bestätigt hat. O, der arme Sünder Christus, wie will er immer mehr Vergebung seiner Ketzerei und Sünden erlangen bei dem römischen Stuhl? Ich hätte schier gesagt, bei den Mauleseln. Und obgleich päpstliche Heiligkeit dem Herrn Christo die Macht lassen wolle, als einem Prinzen, der keinem Gesetz unterworfen, wohl möcht nach seiner Himmelfahrt mehr Apostel berufen, denn er auf Erden berufen hatte. So kann doch derselben Apostel keiner auf Erden predigen oder Bischof ordnen, sondern musste aus der Welt ins Schlaraffenland selbst predigen, Kirchen stiften und Bischof ordnen. Ursache ist die, der Heiligst Vater ist mit seinem St. Peter, wie seine Dekret sagen, aller Welt Bischof und predigt und ordnet Bischöfe niemand drinnen, denn der Papst allein. Darum muß St. Matthias und die anderen 10 Apostel kein Raum noch Staat haben, zu predigen oder Kirchen zu stiften, noch Bischof zu ordnen in der ganzen Welt, sondern allein die päpstliche Heiligkeit. Verstehst wohl, was ich meine? Oder soll's also sein, dass ein jeglicher Apostel hätte gleiche Macht mit St. Petro und hätte ein jeglicher an seinem Ort in der Welt gepredigt, Kirchen gestiftet und Bischöfe geordnet, um St. Peters Wissen und Befehl, sondern aus Christus Befehl, wie droben gehört, ist in Johannes 20. So wollt das draus aus Johannes 20, 23 folgen, dass die päpstliche Heiligkeit drei Ding tun müsse. Erstlich seine Dekret als verzweifelte, erstunkene Lügen verdammen und sich selbst auf sein Verlogen lässt er sich Maul schlagen, da er sich rühmet, der hohe Priester und Häupt aller Kirchen auf Erden und Christum, nach Matthäus 16, Johannes 20 und Apostelgeschichte 1 zum Lügner und Ketzer macht. Das andere, er müsste zuvor suchen und gewiss machen, welche Kirchen St. Petrus in der Welt bepredigt und welche Bischöfe er geordnet hat, damit er nicht griffe in der anderen Apostelkirchen und Bischöfe, die alle zumal so gut und hoch sind als der römische Bischof. Denn sie alle zumal geordnet sind von solchen Aposteln, die St. Peter
in allein Dingen gleich von Christo gesetzt sind. Oh, hier würde der Heiligstvater also zu tun kriegen, dass er auch nach dem jüngsten Tage nicht zum Ende käme. Wo bliebe dieweil der römische Stuhl und der Maulesel-Regiment zu Rom? Zum Dritten müsste er auch das gewiss machen, dass St. Peter keine Kirche auf Erden gestiftet, noch Bischöfe geordnet, auch in keiner Kirchen gepredigt hat, ohn allein zu Rom. Wo nicht, so sollt der Papst auch wohl St. Peter mit Schlüssel und allem verlieren. Dann hat er St. Peter etwa in der Welt mehr gepredigt, Kirchen und Bischöfe geordnet, so kann der zu Rom nicht sich rühmen, dass er allein sei St. Peters Stuhl Erbe, sondern die anderen, alle können ebenso wohl als der römische sich rühmen. St. Peter ist unser Apostel, hat unser Kirchen und Bischöfe geordnet, drum sind seine Schlüssel unser und nicht des Bischofes zu Rom. So ist's gewiss, dass St. Peter zu Jerusalem, zu Antiochia, ist Apostel gewesen, dazu, wie seine Epistel zeuget, in Asia, Ponto, Kappadokie, Bithynia, Galatia. Diese alle mögen wieder den Bischof zu Rom, vielmehr wieder den Papst, der nach dem Bischofen gekommen ist, weder Bischof noch Christen rühmen. Lieber Bischof St. Peter ist unser Apostel, wir haben von ihm die Schlüssel und sind über die römischen Kirchen. Denn uns hat er seine schöne lange Epistel zugeschrieben. Aber der römischen Kirchen hat er nicht ein Stipplin vom geringsten Buchstaben geschrieben. Wie gefällt dir der Schnitzer, Papstesel? Ja, St. Peter ist zu Rom gemartert mit St. Paulo, wie die Dekret rühmen. Das tut nichts zur Sache. Es liegen viel tausend Marterer zu Rom, die da selbst gemartert sind, und dennoch keiner Bischof zu Rom gewesen ist. St. Stephanus ist zu Jerusalem gemartert, aber damit nicht Bischof zu Jerusalem worden. Man fragt nach St. Peters Amt, Predigt und wie der Bischof geordnet habe zu Rom, darauf sie Matthäus 16 führen und sich gründen. Wiewohl hießen etlich Gelehrten, die wollen, dass St. Peter nie gen Rom sei gekommen. Es gibt, kleine Randbemerkung von mir, keinen Beweis, weder in der Bibel noch sonst irgendwo, Beweis, dass St. Peter jemals in Rom war. Und wer Englisch kann, sollte meine Lesung, die ich machen werde, verfolgen von Simon Magus versus Simon Peter. Da wird ganz deutlich draus, Petrus war nie in Rom. Der Apostel für die Heiden war Paulus. Paulus war in Rom und an anderen heidnischen Städten. Petrus hat gelehrt in Asien und anderen, auch hebräischen Städten, aber ist niemals in Rom gewesen. Wiewohl hie sind etlich Gelehrten, die wollen, dass St. Peter nie gen Rom sei kommen, und sollt dem Papst sauer werden, sich zu wehren, wider solche Schrift. Ich will hierin nicht Richter sein, St. Peter sei da gewesen oder nicht, ich schon, Luther nicht. Ich will hierin nicht Richter sein, St. Peter sei da gewesen oder nicht. Denn wohl allein St. Paul, der gewisslich da gewesen ist, wie Lukas in Akt, also Apostelgeschichte, und er selbst in seinen Episteln schreibt, die Kirchen und Bischof zu Rom kann geordnet haben. Aber das kann ich fröhlich sagen, wie ich gesehen und gehört habe zu Rom, dass man zu Rom nicht weiß, wo die Körper St. Petri und Pauli liegen, oder ob sie da liegen. Solch weiß Papst und Kardinal sehr wohl, dass sie es nicht wissen. Doch stellen sie zwei Häupter auf an St. Petri und Pauli Tag, geben für und lassen den gemeinen Mann gläuben, es seien der Apostel natürliche Häupter. Da läuft der andächtige Pöbel zu mit Hansen von Irene. Aber Papst, Kardinal und ihr Gesindlen wissen sehr wohl, dass es zwei Hülsen geschnitzt und gemalet Häupter sind, gleich wie sie mit der Veroniken auch tun. Geben für, es sei unseres Herrn Angesicht in ein Schweißtüchlein gedruckt. Und ist nichts, denn ein Schwarzbrettlin viereckt, da hängst ein Klaretlin für, darüber ein anderes Klaretlin, welches sie aufziehen, wenn sie die Veronika weisen. Da kann der arm Hans von jene nicht mehr sehen, denn ein Klaretlin für dem schwarzen Brettlin. Das heißt, denn die Veronika geweiset und gesehen, und hier in große Andacht und viel Ablass bei solchen ungeschwungenen Lügen.
Sogar große, unmessliche Lust hat der verdammte Papstesel und seine verfluchte Bubenschule zu Rom, den armen Christenmann zu äffen, närren, spotten, ja Gott im Himmel zu lästern und solche Abgötterei zu stiften in seiner heiligen Kirchen, lachet in die Faust, dass er solche, seine lästerliche, abgöttische Lügen angebetet sehen mag, raubet und stiehlet dafür aller Welt Gut und Gehorsam. Dass man greifen muss, das Papsttum sei, wie oben gesagt, ein Lügengespenst, vom Teufel darum in die Kirchen gesetzt, dass es nichts anders tun solle, denn Lügen, Lästerung, Abgötterei stiften, damit den Glauben und das Wort Gottes zu stören und dafür alles zu rauben, was die Welt so unter ihm ist, hat und vermag, und alle Seelen zum Teufel führen. Das ist genau die Absicht der römisch-katholischen Kirche, wie wir sie seit knapp 2000 Jahren kennen. Weil die römisch-katholische Kirche wurde gegründet von Simon Magus, den wir in Apostelgeschichte ja kennengelernt haben. Den Simon aus Apostelgeschichte 8, könnt ihr ja gerne nochmal fortlesen. Der hat die Kirche in Rom gegründet. Und der Simon, und man nannte Petrus ja auch Simon, daher kommt diese Verirrung, dass der Petrus der Bibel der erste Papst war? Nein, nein, nein. Wenn einer der erste Papst oder der erste Bischof von Rom war, dann war es der Simon aus Apostelgeschichte 8, ja, der Simonie betrieben hatte, der die Gabe des Heiligen Geistes kaufen wollte. Und das Ziel der römisch-katholischen Kirche, der heidnischen Kirche, ist es, war es und wird es immer sein, wie Martin Luther hier schreibt, alle Seelen zum Teufel führen. Denn jede Seele, die Gott nicht hat, hat der Teufel, und die ist verloren. Gott, der Gott der Bibel, der Schöpfergott, ist der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und der Teufel ist der Gott der Toten. Wollen wir leben? Oder wollen wir sterben? Die Wahl haben wir. Wählen wir Christus oder wählen wir Antichrist? Da geht's drauf zurück. Und ich freue mich auf die nächste Lesung, wo wir dann weiterfahren, im zweiten Absatz auf Seite 46 in dem Buch von Martin Luther von 1545. Wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Für heute danke ich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. And let us exalt His name.